Auf, Freunde, das Abenteuer wartet. Und so schließt sich Gino, der Besucher von der Sternstraße, unseren Helden Mario und Mello an. Ihr wundersamer neuer Gefährte wird ihr großes Abenteuer sicher erleichtern. Ja. Nee, interessant. Dass das blöde Sternchen so eigentlich wichtig ist, das muss ich sofort Schmiedrich berichten. Das Geheimnis der Sternschnuppe ist gelöst. Nun liegt es an dir, alle Sternstücke zu finden, damit in Marios Welt hier Frieden erkehrt. Gino, du bist zurückgekehrt. Mama! Siehst du mal, Gino kann laufen, genau wie ich gesagt hatte. War gar nicht gelogen, oh nein! Na sowas? Was für eine schöne Verkleidung. Ist ihn da drin nicht heiß? Aber Mama, das... Ach, ist auch egal. Komm Gino, spiel mit mir. Das will ich nur als so gern tun, mein Freund. Doch leider müssen Mario und ich zuerst die verlorenen Sternstücke finden. Sternstücke? Wieso denn das? Sind die Sterne kaputt gegangen? Nun, wie erkläre ich das am besten? Lass es mich so erläutern. So war es eins auf dieser Welt. Doch nun ist es so. Verstehst du? Ne, Entschuldige, verstehe nur Bahnhof. Gut, dann anders ausgedrückt. Sollte man und ich nicht obsiegen, dann wären keine Wünsche mehr wahr. Was? Ich wünsche mir doch, dass ich geschehen mal so stark und so cool werde wie du. Das dann auch nicht? Das nicht und auch kein anderer Wunsch. Nur mit den Sternstücken lässt sich die Sternstraße erneuern. Da werden meine zwei Gefährten und ich die verlorenen Stücke suchen und finden. Ach so, alles klar. Dann musst du Mario unbedingt helfen, Gino. Er braucht dich sehr. Ganz schon gehört, ganz in der Nähe von Mauldorf soll was vom Himmel gefallen sein, das funkelt und strahlte. Ob es eines von den Dingern war, nach denen du suchen solltest, Gino? Überaus wahrscheinlich, lieber Freund. Wir werden sogleich nach Mauldorf ziehen. Dankeschön für den nützlichen Hinweis. Ich drücke dich fest die Daumen, Gino. Mach, dass die Sternstraße bald wieder heil ist und meine Wünsche in Erfüllung gehen. Das werden wir, versprochen. Juhu. Nee, Moment. Hätte fast was vergessen, meine Fresse. Hier, Gino, die gehört hier noch. Nimm sie bitte mit, ja. Fliegerknarre halten. Du bist ein guter Junge, Tobi. Und wenn unser Abenteuer zu Ende ist, dann sehen wir uns wieder. Und ich bin vielleicht ein bisschen einsam, aber hey, ich bin doch schon groß, da werde ich schon durchstehen. Mario sagt, wie geht's dir? Ehrlich. Freut mich sehr. Ich denke doch mal, dass du mit Tobi gespielt hast. Er war unheimlich glücklich geworden. Du hast den Schatz gefunden, der im Wald versteckt war. Klasse, nur weiter so. Yes. Endlich wieder zu Hause. Kaum zu glauben, dass er von einem Fall getroffen wurde. Wie war es, hätte ich vor drüben aus dem Gebirge einen gewaltigen Grums gehört. War wohl eine Fantasie. So, einkaufen. Von dem Zeugs brauchen wir nix.
Können einfach mal kaufen, dann haben wir ihn schon mal. Hat der Tod auch noch was zu sagen? Ja, ich sag's mir mal, viel nach wieder helfen machen. Okay. Unser Enkel wird so oft wieder nach Hause zurückgekehrt. Danke, Mario. Alle sind super happy. Wir gehen erstmal zum Röhrentunnel. Achso, das ist einfach nur der Ausgang. Okay. Ich voll Idiot. Ja, Röhrentunnel. Meine Güte, jetzt kommen wir von unten. Ich habe erwartet, von oben wieder reinzukommen. So, jetzt aber. Alle guten Dinge sind drei. Ab in die Röhre. Oh, warte, kann ich gegen die kämpfen? Ja. Zisch, Knister. Kampfanzeige plus. Oh, ein starker Goomba. Ja. War voll stark. Was für lausige Zeiten. Oh ja, ich stimme dir zu, Piranha-Pflanze.
Oh, krass. Ich habe bis heute noch nicht rausgekommen, wie man diese Mütze einsammeln soll. Ich kann mich ja nicht ducken. Sehr komische Sache. Oh. Sollte öfters wahllos durch die Gegend hüpfen. Hey, Chef. Ja, du bist Schnauz. Lust auf einen Goomba stampfen? Kostet die 10 Münzen. Du weißt, wie das hier läuft? Nö. Für jeden Goomba hältst du einen Punkt. Bei dem Dorni verlierst du einen Punkt. Für jeden goldenen Goomba hältst du 3 Punkte. Schaffst du 20 Punkte oder mehr, dann kannst du einen Preis gewinnen. Gold schnell. Wir haben ja gerade schon geknackt. Oh. Oh, das läuft gar nicht gut. Grinden wir das Minispiel durch. Jetzt 24. Guter Start. Sehr guter Start. Schade.
so Froschgroschen jetzt die ganze Zeit. Ach, dann komme ich später wieder. Ah, fuck, ich wollte drüber springen. Ach, ein Single Target, ups. Totally worth it. Yoshi's Island. Yoshi. Mario, toll, dass du es geschafft hast. Dass du es endlich auf Yoshi's Island geschafft hast. Hier fällt der Yoshi Super Cup statt. Wo du schon hier bei uns bist. Eigentlich könnten wir deine Hilfe sehr gut gebrauchen. Bitte spring doch mal mit meinen Freunden hier. Die werden dir alles. Bitte. Die verstehst du gar nicht? Na sowas. Dann los, spring auf. Ich dolmetsch für dich. Bitte? Alles klar mit dir? Hör mal, laufen können wir den ganzen Tag. Ich liebe Wettrennen. Ach ja, weißt du, was neulich geschehen ist? Gesehen hab, ein Stern, der vom Himmel gefallen ist. Das war irgendwo über Maulwurf. Washi ist der schnellste auf der ganzen Insel, aber er ist ja so eingebildet. Grüß dich, Yoshi. Na? Glaubst du, du hast heute eine Chance gegen diesen dicken, den dicken Boschi? Klar doch. Hier, nimm meine Kekse. Viel Glück, ich drück die Pfötchen. Danke. So wie heute für mich gefiebert wird, habe ich gleich noch eine Chance. Yoshi hat Kekse halten. Boschi tritt nur im Duell an. Echt schade, aber in einem großen Gruppenrennen ist Trophäeanzeige. Es wäre echt viel schöner, wenn wir mal Wettrennen mit voller Mannschaft veranstalten könnten. Aha. Achso, das ist Exit.
ist das hier richtig abseits, voll versteckt. So, was kriegst du aber wie? Na, dann kann der Spaß ja losgehen. Glück für dich aber auch, was? Zeit für ein Rennduell. Einer gegen einen, klaro. Oh ja, bitte. Schön im Rhythmus A und B, okay. Das war voll ideal. Was mache ich denn falsch? Ja, Porsche abgezogen, wa? Buschel. Pah, hast du Feuerblume in den Stiefeln, wa? Naja, keiner ist ewig Obermacker. Glückwunsch, schon Tipp für die Zukunft. Such dir mal die langsamsten Gegner. Wieso? Ja, je gemächlicher das Tempo, desto mehr Kekse kannst du dir für die Rennen aufheben. Obermacker? Ist doch total egal. Hauptsache, wir können tolle Rennen laufen. Mehr brauchen wir nicht. Los, Boschi, komm, zeig, was du kannst. Ah, na gut. Aber diesmal gebe ich richtig Gas. Hier, der Keks freut den Sieger. Na jo. Dank dir haben wir den großen Insel-Champ endlich besiegen können. Und endlich werden hier wieder große Gruppenwettrennen stattfinden. Als Andenken. Yoshi-Kekse. Wenn du beim Kämpfen in der Patsche stecken solltest, dann rufe ich zu dir. Yes. Das ist eigentlich der fette Mega-Yoshi. Das ist unser Keks-Imperium aufbauen. Wir haben unser Keks-Imperium verzockt. Woher kriegen wir neue Kekse? Thank you.
gibt's noch einen Keks. Soll ich nicht den Keks verfassen? Das braucht einen Moment oder was? Irgendwas auch mit den ganzen Keksen machen. Ich habe das Minispiel auf dem SNES damals nie so wirklich gespielt. Das sind einfach nur die Kekse für. Es gibt noch ein großes Pferd Yoshi.
Ah, ich habe sie noch im Inventar, okay. Vielleicht ist Fat Yoshi erst später da. Who knows? Mauldorf. Ich bin so hoch zum Berg gelaufen. Und den kleinen Puff hat sie auch mit dabei. Aber dann ist ein Stern auf den Berg gefallen und nun sollen die beiden wohl unter Fels eingeschlossen sein. Oh nein, ist ja schlimm. Ganz geil. Alle kriegen sie die Arbeiterhose erstmal. So. Maximale Angriffskraft. Ein wunderschöner Stern ist vom Himmel auf den Berg runtergefallen. Ich wollte ihn mir so gern selbst anschauen gehen, aber Mama meint, es wäre viel zu gefährlich. Mama ist los und wollte sich den Berg anschauen, aber sie ist schon total lange fort, was sie dort wohl macht. Hm. Eure Grimmigkeit. Unsere Kameraden desertieren scharenweise. Was sollen wir nur tun? Wo diesmal unser Gegner gar nicht Mario ist. Mit sowas haben wir doch keinerlei Erfahrung. Schluss mit dem Gejammer. Bei unser Feind ist es egal. Ich bin der größte, fieseste und stacheligste Schurke weit und breit. Und da kommt ein dahergelaufenes Schwert vom Himmel und wirft mich aus meiner eigenen Festung. Wenn das die Welt erfährt, wenn das Mario erfährt, mein schlechter Ruf wäre ruiniert. Als Oberbösewicht hat man sein Image zu achten, jawohl. Und genau deshalb ziehen wir jetzt los und hämmern dem Festungsdieb die Flausen aus dem Blech. Mir nach. Bowser ist pissed. Understandable. Ein Stern ist auf den Berg gefallen und nun sind zwei Kinder unter Gröllen gefallen. Sogar ein Erwachsener steckt im Grund fest. Ich bitte dich, Mario, hilf uns, rette die Verschütteten. Alles klar oben? Arbeiten sie nochmal wie besessen? Ja, und die Männer auch. Graben, was mit Krallen hergeben. Ich habe mitgehalten, so gut ich kann, aber irgendwie war ich einfach zu erschöpft. Meine Männer schürfen drin, was das Zeug hält. Ich versuche derweil den Glück von hier außen. Jeder muss... Ah, okay. Dann gehen wir mal die Kinder retten. Die armen Kleinen, hoffentlich sind sie wohl auf. Ja, es ist schrecklich. Aber für dich ist es nicht gut, wenn du weiter hier verzweifelst, sonst hilft es auch nicht weiter.
Ich kann gar nicht ausmalen, wie es in den ersten gehen muss. Hier geht's einfach nicht weiter. So reichen mir die Schürfen Kinder nie. Und schau da oben, ist immer noch der alte Mineneingang. Dadurch könnte man problemlos in den Stollen, aber. Ja, der liegt viel zu weit oben. Da kommen wir nie im Leben hoch. Wenn nur Mario hier wäre. Der würde den Eingang sicher mit einem einzigen Satz erreichen. Ah, das stimmt, wenn Mario hier wäre. Was für ein Zufall. Mario ist hier. Gütige Grabenkralle. Da steht er ja, Mario, wie er lebt und lebt. Das nenne ich mal Glück. Mario, weißt du, was geschehen ist? Allerdings. Na, und ob. Du bist der größte Mario. Okay, da oben geht's in die Schollen rein. Los, wir machen einen Retterleiter. Spring einfach auf den Top. Auf geht's, die Maulwurfminen. Magmaxis. Oh. Die halten nicht viel aus. Gestern bin ich auf einen sehr spitzen Stein getreten. Das tut immer noch weh. What? Yes. Achtung, ich werde explodieren. Das wird wehtun. Hey, ich hab den Bock jetzt. Oh, 81 HP noch. Zusammenbleiben und die Formation. Ich rede mit dir, linkes Ohr. Du hängst schon wieder. Boah. Wirkungslos. So. Hm.
Sternschock. Heder, schon gehört, in diesen Minen soll es seltene Items geben. Wenn ich die finde, die verkaufe ich reichlich Zaster im Dorf. Münzen sehe ich kaum. Machen wir erstmal das Event hier. Schau mal, er kann Münzen kürzlich kaufen. Brav, ohne den Schnauzmann liegen. Lassen wir einfach ihm direkt liegen. Abflug, Amigos. Rokon ist schon wieder überlistet. Und unsere Münzen hat er auch spitz. Wir haben diese fiesen, holen sie uns wieder zurück. Yes. Sackgasse, so schnell kriegst du mich nicht, Schatzmeister. Der Münzenklau von Wild hat nämlich immer ein feines Bömmchen dabei. Für jeden Fall den rechten Knall. Yeah, wieder Lucky Game.
Was sind wir ein? Groß. Blumenkapsel erhalten. Okay. Hä? Da fängt mit Magie an und die werden die Splitter um die Ohren fliegen. Hier müssen wir erstmal gesprengt werden und zwar mit irgendeiner Art Bombe. Ob du wohl eine finden könntest. Ja, ich bin dabei. Vielleicht laufe ich mal in die entgegengesetzte Richtung. Genius. Yeah.
sowas von gut. Du willst deine Sachen wieder haben? Dann musst du mich erst einmal besiegen. Das tut auch nicht weh. Ehe, der böse Zeug. Ich empfehle mich. So, bitte sehr, da ist die Bombe. Vorsicht, ja. Oh. Los, weiter rein in den Stollen. Bitte, der Stern, der ist ganz sicher auch dort drin. Los, keine Möglichkeit vorzutäuschen. Bitte, ja, hast wohl recht. Ich halte euch sicher nur auf. Gut, dann los, findet meine Kleinen. Vielen Dank, Mario. Ich mache mich besser mal auf den Weg nach Hause und sag meiner Liebsten Bescheid. Good job, Maulwurf. Warum ist er doch schnell besiegt?
So. Dann besiegen wir erstmal seine Bonbons. Ja, Pupponetto. Pupponetto. Pupponetto ist egal. Pupponetto, nie gehört. Alle sagen, ich sei ein Choleriker. Böses Pack. Wenn ich mit euch fertig bin, kennt jeder meinen Namen. Gleich ist aus für euch. Gar nicht übel. Ja, aber ich habe auch eine Nummer größer. Ich kann auch eine Nummer größer. So schick. Alle hier sehen so schick aus. Mir reicht's, Jumbo-Kaliber. Meine Lunte brennt ab und das ist nicht genug Sicherheitsabstand. Oh shit.
Ja. Ein Skandal ist das. Ich bin am Ende. Ich hätte es mir ja gerne erspart, aber ihr lasst mir keine Wahl. Der blufft doch, Freunde. Klappe, warte, Bausch. Meine Superwaffe habe ich für das Stärkste. Also, seid lieber froh, ihr würdet Sterne sehen, haha. Ja, Sterne sind unsere Spezialität. Basta. Das hat mir nicht gefallen. Ihr habt es so gewollt. Ah, steckt das Ding. Ja. Mario. Wenn die in die Luft geht, fliegen um die halbe Welt. Welch Missgeschick. Los, hauen wir ab. Sie detoniert gleich. Oh nein! Und wir sind wieder gestorben. Was ist jetzt passiert? Oh, der Kampf ist jedenfalls gewonnen. Wir sind dem Ziel einen Schritt näher. Falls ich nur Moody Morbus Kinder und dieser Stern mögen sein mögen. Bock, da ist der Stern. Manche Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Los, Mario, schnell. Hurra! Drei von sieben.